Dies ist eine gute Vorbereitung für die fließenden Flows 2 und 3 im Sommer. Sie bereiten dich vor und du kannst dieses aber auch als ganzes Training benutzen. Die Hände greifen erstmal nach hinten in den Hals. Die Hände sind ineinander verschränkt und ziehen die Halswirbelsäule ganz sanft nach vorne, sodass das Kinn sich ein bisschen nach oben hebt und denk dir vom Kinn eine diagonale Verbindung in den hinteren oberen Kopf und ziehe ganz sanft auch den obersten Halswirbel nach vorne. Dann beuge dich nach links, die Ellbogen ziehen leicht diagonal nach oben und beuge dich mit dem Hals nach rechts. Spüre hierbei schon, wie der Brustkorb diese Bewegung eigentlich initiiert. Das bedeutet, beim nächsten Mal ziehen eigentlich erst die Rippen nach rechts, dann geht der Kopf nach links. Die rechte Schulter hebt sich leicht, die Ellbogen ziehen wieder diagonal in die Ecke. Und genauso hier, aber zur anderen Seite. Die Rippen nach links, den Kopf nach rechts und dann gehst du hier abwechselnd rechts und links hin und her, immer mit Ein- und Ausatmen. Einatmen zur Seite, zieh den Hals leicht nach vorne, öffne das Kinn, ausatmen Mitte und noch einmal einatmen zur anderen Seite und wieder ausatmen in die Mitte und einmal noch hier rechts. Rippen links und dann greifst du unterm Hals und hinterm Kopf dem Ansatz vom Kopf, das bedeutet wirklich den Kopfansatz und probierst da wirklich Entspannung reinzubringen. Du greifst einmal die Halsmuskeln rechts und links und massierst die zu leichten Würsten und gehst mit den Fingerkuppen in die Rinne des Halses. Dann gehst du unter dem Kopf und entspannst unterm Kopf und auch unterm Hals. Dafür musst du die natürliche Kurve im Hals behalten und dann kann der Kopf hin und her bewegen. Das wird auch unterstützt durch die Kyphose, die Rückbeuge sozusagen in der Brustwirbelsäule. Schaffe das, indem du das Herz in die Brustwirbelsäule schiebst, die Schulterblätter auseinanderziehst und die unterste Brustwirbelsäule nach hinten und außen schiebst. Während du dann die Schultern fast vorne hast, probierst du dann aus dem Bauch wieder lang vom Brustbein bis in den Kopf, ins Kinn zu öffnen, ohne hinten zu verlieren. Das ist die Kunst. Also schiebe immer noch das Herz in die Fülle nach hinten. Die Achselhöhlen sind eigentlich fast gebeugt nach oben und du ziehst aber vorne wieder den Bauch raus. Dann gehen wir eine Station tiefer noch in die Po-Muskulatur, die schräg ins Kreuzbein geht, schräg nach oben. Stell dir vor, die will in diese Knochenplatte hineinziehen und so auch wieder hier kleine Wölbungen kreieren. So wie der Po-Muskel eigentlich gedacht ist, ein schöner, runder Po. Du ziehst auch mit den Händen jetzt hier von der Seite nach oben in die Rückenmuskeln. Dann gehen die Hände nach vorne in den Springload, relativ weit nach außen die Hände, Schulterblätter ziehen wieder nach außen und du füllst das Herz nach oben und außen. Jetzt ziehen die Hände nach hinten zu den Knien, der Bauch zieht nach vorne. Die Füße, Fußrücken in den Boden, die Fußgelenke hoch. Die Zehen sind nicht aufgestellt, sie sind lang und drücken gegen. Du ziehst jetzt wirklich durch die Einatmung in die Länge des Bauches nach vorne und durch die Ausatmung wieder zurück. Immer mit der doppelten S-Kurve. Vor und zurück. Einatmen vor und ausatmen zurück. Die Hände schieben vor. Wie so ein Gorilla bleiben die Ellbogen außen und die Schultern vorne. Einatmen, ausatmen. Ein paar Mal hier Spring Load heißt es. Immer die Seiten des Körpers schön lang lassen, Raum schaffen zwischen Schultern und Leisten, zwischen Rippen und Becken. Vor einatmen und ausatmen, zurück. Einatmen vor und jetzt drücke die Fußrücken richtig gegen die Erde,
Schiebe die Hände in den Boden und dann hebe das Becken und setze Fuß rechts und links ab. Jetzt arbeiten wir von der hinteren Rückseite. Die Fersen ziehen nach unten und hinten. Der Po bleibt hinten und nur die Taille, der ganze Bauch und der ganze Rumpf will nach vorne gezogen werden, während die Hände zu den Knien ziehen. Und hier wieder einatmen vor. Leisten bleiben so gut es geht hinten und oben und dann die Leisten vertiefen, Knie mehr beugen, Fersen sind immer noch Richtung unten. Einatmen vor, Fersen bleiben hinten, ziehen extra hinten, ausatmen, Knie beugen. Einatmen, Fersen tiefer, ausatmen, Knie beugen. Bauch bleibt immer in seinem Tonus. Einatmen vor und ausatmen zurück. Einatmen vor. Und ausatmen zurück. Einatmen vor. Und jetzt die Knie nach links. Linke Hand Domhand, Fingerkuppen aufsetzen, rechtes Ohr nach unten. Jetzt pulsierst du hier wieder. Du ziehst um die Kurve. Die linke Hand zieht zum Knie. Du ziehst nach rechts um die Kurve. Fersen ziehen nach hinten, sind leicht gehoben, vor allem die hintere Ferse. Füße ziehen in die Gegenrichtung, aber auch nach vorne, beziehungsweise zur Seite, nach links und nach rechts. Und du ziehst nach vorne und um die Kurve immer wieder pulsierend mit dem Einatmen vor, Ausatmen zurück, dann wieder in die Mitte und noch einmal hier in der Mitte lang vor, dann die Knie nach rechts, die Leisten nach links. Rechte Hand, Domhand und die ganze Kurve wieder vor und Kurve links. Knie zeigen rechts, Fersen ziehen links, zurück. Füße schieben gleichzeitig nach vorne, das nennen wir Degendrag. Graben und ziehen, übersetzt. Und hier, das nennen wir Twisted Cat, vor, zurück, pulsieren, wieder einatmen, ausatmen, bis wir in die Mitte kommen. Und hier das noch ein bisschen nachklingen lassen, aus dem Becken vor, rück, Seite, Seite, Knie, Seite, Seite schwingen, bis wir rechts die Knie lassen. Rechte Hand wieder Domhand, jetzt die linke Ferse ab, rechtes Bein heben, um nach vorne zu setzen. Zehen zum Mattenrand, hinteres Bein 45 Grad und vielleicht ein bisschen dichter ziehen. Die Arme jetzt diagonal in die linke Ecke, die Seiten wieder lang, die Leisten nach oben und hinten. Zieh dich aus den Armen wieder nach hinten, um den Bauch wieder nach vorne lang zu ziehen und das Herz bleibt natürlich wieder voll und voluminös. Radiant Heart nennen wir das auch. Wir ziehen wieder vor und zurück. Du könntest hier auch Blöcke unterlegen, damit die Dehnung nicht zu arg ist. Oder die Hände auf die Schienbeine setzen und hier dich vor, zurückziehen. Dann aus den Rippen ziehst du Seite nach hinten und die Arme schwingen nach und Seite nach vorne. Immer wieder die Rippen mit den Armen gut verbinden. Schwingst du wie im Winde hin und her. Dann die Arme nach vorne, den Bauch lang, die Leisten hinten nochmal ganz viel Länge schaffen. Weite und Raum zwischen Rippen und Becken. Das behältst du auch, wenn du jetzt hier zur Seite gehst. Der untere Arm ins Innenknie, das Knie drückt gegen Arm. Der Arm über den Kopf und die Hüften bleiben wieder hinten. Hinten zur Tür in dem Fall hier. Und dann hier die Rippen zur Seite. Wir nennen das Arc oder Sideband. Kopf hängt und wir arbeiten auch aus den unteren Rippen in die oberen Rippen hinein. Einatmen beim Vordehnen, ausatmen beim Zurückgehen. Dann die Hand Ecstasy. Die Hand ganz flach wie so eine Schale auf dem Kopf, der Ellbogen, ganz dicht vor der Nase, zieht eher nach unten. Du schaust jetzt eigentlich entlang des Beines um die Kurve. Erstmal unten am Boden und dann mit dem Ellbogen die Kurve lang ziehen. Die Leiste wieder im Gegenzug. Hinten und Ellbogen vorne um die Kurve. Das nennen wir Bow oder Rückbeuge. Backbend. Einatmen wieder und ausatmen. Schieb zurück. Um das alles noch zu vertiefen, nimmst du die Faust in die eine Hand hinein, schiebst das Ganze
in die Hüfte, ins Hüftgelenk oder Leiste, engagierst natürlich den Po, dass der sich nicht zu sehr dehnt, sondern eher wieder die Po-Muskulatur nach innen und oben, aber die Sitzknochen auseinanderlassen. Offenen Beckenboden, tonisierten Beckenboden und gleichzeitig einen langen Psoas, der hier jetzt bis in den Bauch arbeitet. Dann die Knie daraus nach vorne. So haben wir noch immer diesen schönen Psoas-Stretch und die Po-Muskeln in den Rücken verbinden. Die Hände aufsetzen, Domhand an die Oberschenkel, Radiant Heart nochmal nachziehen sozusagen und sich dann in die Länge nach oben schieben. Die hintere Ferse zieht aber nach unten, ohne dass sich das Knie wirklich streckt. So bleibt die Leiste und der Psoas immer noch in seiner vollen Länge und kriegt nicht so eine Überstreckung. Von hier aus probieren wir noch mehr zu vertiefen, das vordere Bein noch mehr zu strecken und wirklich den Po fast zu liften. Wir können das richtig unterstützen mit der Hand und das weiter in den Rücken ziehen. Radiant Heart, aufmerksam behalten und wieder. Beugen, strecken, ein- und ausatmen. Hände, Double Seat. Der Daumen in den zweiten Gelenk vom Zeigefinger, dieses gegeneinander schieben. Ellbogen nach außen und oben. Radiant Heart, Schulterblätter auseinander und dann hinteres Bein Hero, das Fußgelenk anziehen, ausdrehen, Fiesta und in die Kniekehle haken und das Schienbein nach vorne ziehen, so vertiefst du wieder die Leiste nach hinten. Po-Muskel natürlich wieder engagieren. Jetzt drückst du den Fuß nach vorne in den Oberschenkel und vertiefst dadurch die Erdung und gleichzeitig die Streckung nach oben. Jetzt haben wir vielleicht eine Wand, an der wir uns halten oder beide Hände nach vorne in Seated. Dann ziehen wir uns wieder lang. Die Hände liegen wie auf einem Tisch und die Länge entsteht im untersten Bauch, vom Schambein, vom Ansatz des untersten Bauchmuskels. Die Hände wieder tief, aber nicht zu tief und immer wieder vor- und rückbeugen. Einatmen, ausatmen, lang. Dann Hände aufs Knie und das Bein überkreuzen in den Phönix. Die vordere Ferse ist zwar gehoben, aber eher tief. Sie drückt nach unten. Das hintere Knie zieht ins vordere Knie. Wieder die Schienbeine nach vorne denken, aber hier die Leisten weit nach hinten. Der Po wieder hoch, diagonal in den Rücken. Und dann von den Fingerkuppen nach unten schieben, um aus dem untersten Bauch bis im Kinn diese ganze Faszie, die Frontalfaszienlinie zu verbinden. Das geht fast bis in den Zungengrund. Vom großen Zeh bis in den Zungengrund. Einatmen, Ferse tief, ausatmen, lang. Jetzt den linken Arm in den rechten und die Ellbogen ineinander. So können wir nochmal die Schulterblätter mehr auseinanderziehen. Becken bleibt hinten. Schienbeine ziehen nach vorne und hier eine tiefe Rückbeuge. Root to Rise, die Fersen ziehen nach unten in die Tiefe der Erde und wir ziehen gleichzeitig nach oben, um zu wachsen. Seat Hand, Hero und Fiesta und dann den Fuß nach hinten in die Lunge-Position. Hände nach unten ziehen und dadurch absetzen, Knie absetzen. Hände nach vorne. Und den rechten Fuß absetzen, um jetzt den linken zu heben. Schieb dich hier in die Hand, ins Knie und von dem weg, aus dem Knie heraus schieben sozusagen. Knie ein bisschen wieder dicht und dann sich wieder wegdrücken, abdrücken sozusagen. Wieder einatmen, Länge und ausatmen, Tiefe. Dann noch ein bisschen was für den Po. Außenmuskulatur, linker Fingerkuppen, Domhand auf und ab und kleine Kreise in den Beinen, in die eine Richtung, in die andere Richtung. Das stabilisiert die Kraft im Po. Von hinten an die Hamstring fassen, die nach oben ziehen und eine leichte Streckung, nicht ganz das Bein strecken. Dann überkreuzen, hier Hero aufsetzen, das heißt der Fußrücken drückt in die Erde. Der rechte Arm etwas versetzen noch nach außen
dass wir da eine gute Stabilität haben, wenn wir jetzt wieder den linken heben wollen. Wir ziehen hier aus dem rechten Achselhöhle wieder hoch in die Rippen nach oben und schieben uns aus der linken Hand vom linken Knie weg und öffnen wieder Leisten, bleiben wieder hinten und die Sitzknochen ziehen nach außen und oben hinten. So wie immer, langen Bauch einatmen, ausatmen tief, einatmen lang, ausatmen tief und die Hände nach vorne. Und als letztes das linke Bein nochmal nach außen, die Achselhöhlen voll, das Herz voll. Wie so ein Gorilla baust du deine ganze Form auf. Die Fingerkuppen sind auf der Erde, Domhand. Und hier ziehst du vor und lang zurück. Und wieder vor, einatmen, lang zurück. Um dann das Bein abzusetzen, die Hände abzusetzen, Springload nochmal. Ziehen die Hände zum Knie, Bauch lang, Hüften tief. Und ganz zum Schluss die Ausgangsposition und die Globe Hands wie einen Kugel, die du umfasst, schaust du jetzt, ob dein Kopf locker geblieben ist, das Herz voll und strahlend bleibt, die Taille lang, der Po kraftvoll, all die ganzen schönen Bo-Spring-Posen. Und jetzt kannst du die andere Seite machen und von vorne beginnen. Viel Spaß!